Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir den imperischen Thron betreten und diesen komischen Malak, nenne ich Malak, Dämon erledigt. Diesen Schwertdämon, den wir mit Roko erledigen wollten. Und ja, der hat sich herausgestellt, als wäre er die Mutter von Roko gewesen. Und ja. Ja, den ja. Ich eigentlich so machen sollen, ne? Und jetzt wollen wir zurückgehen zu Tabata, ne? Und die befragen, ob sie irgendwas wusste über diese Sache, weil sie war, da muss ich hin, weil sie war ja irgendwie diejenige, die uns den Auftrag gegeben hat. Also ja, es gibt eine Ohrfeige, Fräulein. やっぱり龍の剣士の正体を知ってたのね。俺たちを石返しに利用したのか。いいえ。20数年前のあの剣は完全に私たちの負けよ。先代しぐれはね、私たちの奇襲を生まれたばかりの赤ん坊大玉ま切り抜けたんですもの。その赤ん坊って六郎？ 蘭月の剣士は血も涙もない。そう思っていたから驚いて、なぜと聞いてしまったの。あの人は帰り血に染まった顔で、でもとても優しく微笑みながら言ったわ。この子はいつか自分を切って最強の剣士になるかもしれない大切な子だから守り通すと。そうか。 もう名は継がないが、先代の願いは受け取った。いろいろ世話になったな。こちらこそ。長年の気がかりが一つ消えたわ。これでよかったのですか？本当に？先代、母さんは厳しい人でな。俺はずっと叱られてばかりだった。 今度のことで初めて褒められた。嬉しかったよ。それは。それから、しぐれが打ち取れなかった理由も分かった。切れなかったんじゃない。切らなかったんだ。親を切る。あの手応えだけは一度味わえば十分だからな。台無しでも、王までも。ああ。 Tabun. Ja, das habe ich mir gedacht. Farbvariation, Rang, Roko. Oh, cool. So, jeder hat eine Farbvariation, nehme ich an, ne? Sie hat noch nicht Farbvariationen. Für ihn habe ich eine Winterkleidung geholt hier. Von diesen einen Katz-Typen. Er hat noch keine Farbvariation. Er hat eine Farbvariation. Sie hat eine Farbvariation. Sie hat eine Farbvariation. Irgendwann laufe ich mit allen Farbvariationen rum. Aber gucken wir mal. Hier, die Mission haben wir zum Beispiel auch noch nicht. Das hat mir nicht Spiel, meine ich. Wer wird Roko? Versuchen wir mal. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel geht. Bosch, wenn möglich. Lass dich ansprechen. Obstsorte. Risotto. Ich habe zweimal falsche. Versagt. Warum? Gute Arbeit, danke. So, machen wir halt noch mal. Bosch, wenn möglich. Sie hat immer die gleichen Sachen, das wäre natürlich perfekt. Pudding. Hühnchenfleisch.
Genau das Richtige. Käsesuppe, wenn möglich. Hi, was geht? Obsttorte. Ausgemachtes Brot. Pudding. Muss echt auswendig wissen, wo die ganzen Dinger sind. Mein Gott, ich kann hier nur von hier ansprechen. Ja, okay, noch steht also für den. Ach, die Dinger unten sind mein Leben, genau. Soll ich das noch weiß, ne? Hühnchenfleisch. Ma. Hühnchenfleisch, boah, danke. Jetzt haben wir Eiscreme. Pudding. Oder Eiercreme. Hühnchenfleisch und leckerer Tee. Ach, noch drei. Hühnchenfleisch und Pudding. Pudding. Käsesuppe, alle anderen sind mir egal. Geschafft. Immer noch weiter, Mann. Obstsorte. Fleischpastete. Ja, hau rein, Alter. Leckerer Tee. Hier, trink. Trink! Jemand? Okay. Risotto. Hühnchenfleisch und erst auf der Eiercreme. Hi. Ist ja gut, ist ja gut. Leckerer Tee, Obsttorte. Leckerer Tee. Obsttorte. Ist ja gut, ist ja gut. Ausgemachtes Brot. Pudding. Okay, der ist weg. Ah, geschafft. Pff, leck mich. Leck mich, Typ, den ich nicht bedienen konnte. So. Dienerkleidung, Roku. Sehr gut. Noch ein neues Kostüm. Man, die sehen alle gleich aus, verdammt. Schade. Eleanor. Warum sie? Wäre nicht Eisen der nächste direkt? Bei Eisen steht halt wahrscheinlich viel zu gut, ne? Ausgemachtes Brot. Ach du Kacke. Lachs Gemüseeintopf. Wie gedacht. Auf der zweiten Seite. Mildes Curry. Hühnchenfleisch. Ach du Kacke. Wo ist es? Ja. Ja, okay, schau ich mal. Ja, erstmal finden, hallo. Ja, okay, lass mal das. Ich habe vor, wann bist du Gesichtsschneider, ne? Ah. Das war geklappt. Oh mein Gott, warum lässt er mich überhaupt weitermachen, wenn er sowieso falsch ist? Also ich gehe gleich mal dafür. Sehe ich jetzt besser? Ja, ich habe dir einen reingehauen. Jetzt fühle ich mich grandios. Winterkleidung muss ich mir noch einigen Leuten holen. Okay, wohin ich will? Ich will zur Gefängnisinsel. Gucken, ob diese einen. Wir haben ja noch ein Viech, das da am rumlaufen ist, ne? Nein, ich möchte nicht gegen Phönix kämpfen. Ich möchte gegen, wo auch immer das Viech ist.
Suchen wir halt mal. Ich werde aber nicht zwingend hier an dem vorbeilaufen müssen, ne? Okay, je mehr Mini-Sachen wir noch auf dem Weg dahin erledigen, desto besser. Wegen Belohnungen und so, ne? Azeriten. Kann man ja nie wissen. Ich glaube nicht, dass ich zwingend an dem vorbeigehen muss, ne? Aber ja, richtig blöd, wenn ich erst das Viech erledigen muss, dass ich erst den erledigen muss, um das Viech zu erreichen. Guck mal da lang. Dann können wir auch gleich wieder zum imperischen Thron gehen. Erst eins an anderen. Erst immer die Nebensachen, Leute. Erst die Nebensachen. Oder sein, dass er da irgendwo oben ist, ne? Auf dem Turm. Weiß ich ja nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und stehen Lutscher für mehr Abwehrkraft. Kennt das jemand? Und sie sagt ja. Zerstört. So, hier ist das Viech nicht. So viel dazu. Okay. Wechseln wir mal einen Charakter. Eisen, was geht? Eisen auf dem Hexenbesen. Ein sehr merkwürdiges Bild. Aber er sieht stylisch aus und da ist das, was zählt. So, da darf ich nicht hin. Und da direkt muss ich von da aus irgendwie. Ich nehme an, das ist da, wo Velvet vorher war, ne? Bei den Zellen. Kann ich mir jedenfalls noch vorstellen. Weil es auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hinter Phoenix ist ja nur Dings. Ja. Die andere Seite des Hafens. Irgendwo muss das Viech da sein. Wird da sofort auf der Karte angezeigt, wenn ich im gleichen Gebiet bin, ne? Oh Mann, ehrlich. Wäre natürlich ziemlich dämlich. Noch mal. Bin ich falsch, glaube ich. Oder? Boah, ich hab so eine Orientierung, ne? Das glaubst du nicht. Da bin ich hier gewesen, ich weiß nicht. Na schon. Hier muss ich jetzt sein. Aha, komm her. Ich esse dich. Succubus Königin, Succubus Königin. Wo ist er das? Oder sie? Komm her. Nächste Karte. Haben wir schon ein Zehntel von einer AP abgezogen. Geil, ne? Oh, Mutter. Ich muss meine Frust auslassen bei irgendeinem Viech. Prügel nicht aus der Tür raus, das sagt sie jetzt. Schnitz. Schnitz, schon wieder ein Zehntel gleich weg. Oh, wir tun nicht jetzt hier gefangen, ne? Was sagt sie dazu? Okay, das Viech ist 65, also da warte ich eigentlich. In die Tür hier reinprügeln. Oh Gott, Velvet, was machst du da? Sein Ding zeigen, ja. Ein Abschlussangriff. Noch mal. Oh mein Gott, wie ist denn das schon wieder passiert? Okay, hier in dieser Ecke zu kämpfen ist vielleicht auch ein bisschen sehr dämlich, ne? Mehr ausgehen, Mann.
Ich habe so Magilo wechseln können, aber ich bin doof. Oh, sehr Brecher zu sehen, im Brecher wollte ich einsetzen. Wann ist denn da so eine Warteschleife? Na, zauber ruhig mal wieder. Explosion! Schraubenzieher, was? Ja, ich habe gehört, du bist anfällig gegen Wasser. Was ist das? Hier ist Wasser. Hier wird Zauber gegen mich ein. Ach man. Gib das her und stirb. Ja gut. Ziel, die wäre auf schwerer Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit, die Ausrüstung müsste 3 zufällige Fähigkeiten hinzufügen. Geil, das hätten wir schon viel früher brauchen können. Krieg ich jetzt immer 1100 Talesmünzen? Geil. So, raus hier. Soll ich mal wieder hier kaufen? Ich glaube, da drin ist keiner. Steinbergen. Einfach weil, keine Ahnung. Was geht ab? Ich bin Malak, der auf dem Besen rumreitet, steht, surft. So, das Vieh, ich komme schon, da werden wir ja wohl auch noch in dem Part kriegen, oder? Komm schon, das werden wir auch in dem Part noch erledigen. Na, gelacht. Dann kann ich endlich den höchsten Schwierigkeitsgrad freischalten, falls es der höchste Schwierigkeitsgrad ist. So, okay, oh, warte, ich noch mal Dingens. Wir werden das Viech jetzt auch erledigen. Wer wollte oder nicht? Ich richtig, ja. Ich meine, es hat irgendwas damit zu tun, dass man Schaden reflektiert, wenn man keine Ahnung. Muss mal ganz kurz mit jemandem hier was machen. Wer denn hier schon alles gemeistert? Dann wäre irgendwie am besten. Du hast schon alles gemeistert. Gemacht, Mäuschen. Also sie hat bestimmt noch Sachen, die sie noch nicht gemeistert hat. Hier Adamann, namenlose Stiefel und so, aber die sind alle gerade besetzt. Ich muss so Sachen ausrüsten, die irgendwie Schaden reflektieren. Muss da irgendwie klappen. Hm. Ja, mit FC muss er den annullierten Schaden zurück. Boom. Mal schauen. Hier schon wieder. Sämtlicher Schaden reduziert um 30%. Das ist eine richtig geile Fähigkeit. Wieder Schaden. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Gibt es eine Chance, Schaden auf Angreifer zurückzuwerfen? Wenn andere Fertigkeiten sehen, möchte ich den Schaden annullieren. Erneuter Schadensrückwurf nicht möglich. Oh. Okay. Aber annullierte Schaden, das heißt also, wenn ich gar keinen Schaden nehme, ne? Dann muss ich also meine Dings hier abtimen. Dann muss ich irgendwas, was mich hier unverwundbar macht. Hat sie nicht irgendwie so... Bei Kampfbeginn für 3 Sekunden unverwundbar. Von wo habe ich das? Wo habe ich diese Fähigkeit? Mal ganz kurz gucken. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr geil.
Aber müssen wir ja auch mal schaffen. Oh, wo kann ich das jetzt sehen? Wo ist es? Wo ist es? Federtritt. Okay. Für 6 Sekunden unverwundbar. Okay, versuchen wir halt. Komm schon, ich bin ja falsch. Natürlich bin ich falsch. So. Also so richtig, wie ich das jetzt hier vorhabe, ne? Annullierter Schaden wird zurückgeworfen. Also mich dafür sorgen, dass Viech mich angreift. Aber mein Glück wird das nicht passieren, ne? Deswegen, warte mal. Strategie. Aggressiv sein. Nur Verteidigung. So, die Weise werde ich ja hoffentlich sofort von dem Viech angegriffen, ne? Damit der Schaden direkt reflektiert. Ne? Habe ich ja jetzt so richtig verstanden? So, komm her. Ja, ist schon vorbei, ne? Ah. Hey. Wenn ich jetzt mal den flüchte, dann ist er wieder weg, ne? Okay, ich glaube, ich muss bei jedem hier nicht ausrüsten. Warte mal, Federtritt, genau. Ich blöde, ihr habt nicht diese Dinger, ne? Oh, ist das nervig, da muss ich gleich alles wieder umrüsten, ne? Ihr habt nichts, was euch kurz unverwundbar macht. Das ist natürlich doof. Warum habe ich so viele Fluoridstiefel? Oh, du hast... Ah, ist nervig bei sowas. Und ich habe überhaupt den richtigen Denk. Und ich habe auch die richtige Denkweise, ja. Zu dieser Situation. Weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt die ganze Zeit hin und her zu rennen. Einzige andere Möglichkeit wäre mit Seelenbechern keinen Schaden zu bekommen. Aber das funktioniert ja auch nicht irgendwie. Weiß nur eine Prozentchance, ne? Du sollst auf mich losgehen, verdammt. Reflektiert, ja, der hat aber nichts abbekommen. Was auf mich losgehen, verdammt. Wie funktioniert das nicht? Ja, reflektiert, aber oh Gott, ehrlich,
Ja, gibt's doch nicht. Wie geht denn das nicht? Da habe ich auch all meine Ausrüstung jetzt hier ummodelliert und das funktioniert immer noch nicht. Ich will noch nicht den Schwierigkeitsgrad oder so runterdrehen. Naja, greif mich an, verdammt. Warum greifst du direkt mich an? Vor allem, da steht doch reflektiert. Was? Verdammt. Hey, nicht getötet, ich krieg die Krise. Gibt's doch jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh, boom, ehrlich. 0-0-0, wenn sie das irren. Weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt geschafft habe, aber okay, wir haben es geschafft. Denk mal, ja. Chaos, die Schwierigkeitsgrad ist für Spieler, die das Kampfsystem in- und auswendig kennen. Wenn diese Herausforderung gewachsen ist, wirst du mit fantastischer Ausrüstung belohnt. Sehr gut. Lass mal sehen, ja. Level 100. Oh mein Gott. Warte, wo ist es? Level 90 jetzt. Oh Gott, das wird... Ja. Nun gehen wir mal nach Logris und... Oder irgendwo anders hin. Geben das Ding ab. War da noch irgendwas? Oder wenn wir schon... Warum bin ich eigentlich... Warum bin ich jetzt eigentlich hingegangen? Ist auch gar nichts mehr. Wenn zieht das Irren bekommen, jawohl. Jawohl, ja. Geht und nichts darüber, den höchsten Schwierigkeitsgrad hoch aus freizuschalten, meine Güte. Wahrscheinlich ist er noch nicht bei höchsten Schwierigkeitsgrad. Wahrscheinlich kommt noch einer, ne? So, nur noch du bist übrig. Du bist aber 63. Cool. Okay, dann würde ich sagen, ich beende Bad hier, tut meine Ausrüstung noch mal ummodellieren wieder. Yay. Und dann sehen wir uns vielleicht am Imperischen Thron wieder und gucken, ob wir jetzt auf den nächsten Schwierigkeitsgrad, der uns zur Verfügung steht. Ja. Hier überstehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.